Hallo und herzlich willkommen auf unseren Family Fanweg Kanal. Hallo, es startet wieder eine Urlaubsvlog-Reihe bei uns. Charlotte, wo fahren wir hin? Auf den Urlaub. Und wohin genau? Auf den Weg nach Schloss Dankert. Schloss Dankert. Richtig. Nach Schloss Dankert fahren wir. Nehmen wir euch mit. Viel Spaß beim Video. So, wir sind gleich da. Jetzt müssen wir hier raus, 17 Uhr. Wie lange sind wir unterwegs? 2 Stunden 40 Minuten. 2 Stunden 14 Minuten. 40. 2 Stunden 40 Minuten unterwegs? Ja. Ja, und da sind wir auch schon fast da. Schild. Jetzt müssen wir rechts abbiegen. Ganz schön voll aus, ne? Echt jetzt? Im Urlaub sind wir? Ja, wir sind im Urlaub. Oh, guck mal, sieht man es schon. Voll ist das. Ja, nun stehen wir hier auf dem Parkplatz vor unserem Haus. Und ja, wir waren bei der Rezeption eben, haben die ganzen Unterlagen bekommen. Genau, haben jetzt hier fürs Auto einen Parkausweis bekommen. Also wir sind jetzt hier von Mittwoch bis Freitag und wir haben jetzt 410,97 Euro für die Tage bezahlt. Dann mussten wir jetzt noch Internet extra kaufen. Das kostet für 7 Tage. 8 Euro pro Gerät. Wir haben 3 Geräte, genau. Also 24 Euro. Ja, Caro bekommt noch dein Internet. Dann haben wir noch Bettwäsche mit Handtuchpaket geholt. Das war ganz schön schwer, das ist hier im Hintergrund. Genau, das kostet auch nochmal 8 Euro. Ja. Und 5 Euro Pfand muss man hinterlegen. So, und jetzt gehen wir rein, zeigen wir euch die Hütte. Genau. Hallo Lotti. Und wo gehen wir jetzt? Bungalow. Zum Bungalow. So, hallo Caro. Ja. Caro ist auch schon ganz aufgeregt. So, dann gehen wir mal rein. Machen wir mal. Wir haben ein Waldhaus. Ein Waldhaus, mitten im Wald. Hier ist es dunkel. Okay. Hier ist eine Küche, okay. Mach mal Licht an. Ah, ist der Fernseher. Oh. Ist schön kühl, ne? Das ist echt super. Hier haben wir einen Esstisch. Das ist cool. Cool. Guck mal, hier kann man Fernsehen gucken. Guck mal, da ist das Bett. Guck mal gleich. Oh, cool. Ein Doppelbett. Hier ist das Bad. Hier bin ich. Ein Doppelbett. Oh, cool. Und hier noch eins. Dann kann jeder einen eigenen Raum schlafen. Hier einmal. Zack. Und hier. Ach, cool. Okay. Die Caro darf noch nicht alleine schlafen oben. Das ist zu gefährlich. Die schläft noch bei der Mama. Oder beim Papa. Ja, so schlafen wir auch getrennt. Ja, doch, nein. Nein, nein. Die Schuhe hin? Die Schuhe? Ja, du kommst jetzt erstmal ins Auto, ne? Ja, erster Eindruck. Ja, gut, ne? Positiv, ne? Ja, ja. Sehr gut. Rustikal, aber schön. Rustikal. Hier ist der Kühlschrank. Der ist wahrscheinlich gefüllt. Jawohl, so sieht er immer am Ende des Monats bei uns aus. Aber Teller sind da. Tassen, Müsli-Schüsseln, Gläser, Kaffee. Hier ist der Eimer, der Putzeimer. Eine Pfanne, Backofen gibt es auch. Das heißt, wir können auch Pizza reinhauen. Ja, und das beste Backpapier. Brauchen wir nicht kaufen. Super, und hier? Ja, alles da. Wir sind wahrscheinlich. Papa? Messer ist da auch. So. Papa? Und hier, was ist hier noch? Da ist nichts. Okay. Da auch nichts. Gut. Ja, würde ich sagen. Komm, Papa, lass uns machen wir uns erstmal frisch, ne? Genau, und erstmal das Auto leer. Genau, machen wir erstmal das Auto leer. Ich gehe nochmal einmal so rum, 360 Grad. So, die Caroline ist heute aktiv und läuft hier schon mal in der Wohnung rum. Oh ja, die machen wir jetzt erstmal eine neue Pampi, ne? Ja. Cool.
Ja, gefällt dir das hier? Karolaufbahn. Weil hier zum Beispiel. Krabbeltante. Guck mal, hier ist das Tier. Guck mal. Ja, der erste Teil ist geschafft. Wir haben jetzt alle WLAN, das ist das Wichtigste. Und die Betten haben wir bezogen. Das war vielleicht ein Akt. Einmal hier alles aufzubauen. Und wo ist dein Bett, Lotti? Da. Zeig mal. Das hier unten schläft die Lotti. Lulu und Affi. Lulu und Affi schlafen da schon. Und ja, Kühlschrank hat sich auch ein bisschen gefüllt. So. Hier sind die gesunden Sachen. Aber wir haben nicht viele Sachen. Wir haben noch nicht viele Sachen. Ja, und die ungesunden Sachen, die werden wir jetzt einkaufen. So, Caro? Alles klar, wir sind auf Sendung. Hier haben wir das Edeka. Ne? Sind jetzt hier und wollen Kleinigkeit einkaufen. Genau, ist jetzt mit dem Auto 8 Minuten entfernt. Und jetzt gucken wir mal, wie das von innen aussieht. Genau. Ja, hier gibt es leckere, frische Sachen aus dem Glas. Das gibt es bei uns nicht. Mais. Musst du die Mama fragen. Und Caro? Ja. Maultaschen? Nee, Maultaschen gibt es jetzt nicht. So, der Einkaufswagen wird immer voller. Mango, Hühnermilch, Kakao. Margarine, stimmt. So Leute, das Gute daran ist, dass der Kühlschrank voll ist. Wir waren ja eben einkaufen und jetzt ist der Kühlschrank voll. Ja, so. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt des Abends. Da, 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 da. Hier kann man nämlich was bestellen, ne? Genau, hier kann man Schnitzel, Pizza und Nudeln bestellen. Ja. Wir haben jetzt genommen eine große Spinatpizza. Ah, yum, 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 yum. Sahne Kräuter, ja. Überbacken mit Käse. Ja. Pizzabrötchen mit Knoblauchbutter. Und hier ist die Knoblauchbutter. Genau, zusammen haben wir jetzt bezahlt 24,50 €. Ja, ja, dann würde ich sagen, wir lassen es uns schmecken. Verkosten das jetzt mal live. Also der Pizza, also das ist so ein weicher, so eine American Pizza. Die ist jetzt so eine weichere, keine knusprige, glaube ich. Ich probiere jetzt mal. Sehr lecker. Kann man nur empfehlen. Ja? So, Lotti. Okay, guten Appetit, Lotti. Ne? So, das war's von unserem ersten Ferientag. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, genau. Ein Abo, wenn ihr die weiteren Teile nicht verpassen wollt. Und gerne die Glocke aktivieren. Die Glocke befindet sich ja unten. Ne? Genau, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.